getreu dem Motto, nichts ist beständiger als die Änderung. Jetzt mein Nagios-Vortrag, der ursprünglich für 10 Uhr geplant war. Aufgrund von Verschiebungen wegen dem MySQL-Vortrag musste man das leider auf nachmittags umverschieben. Zuallererst mal, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Alexander Liert. Ich bin als Systemberater und Systementwickler bei der Kreativ GmbH in Mönchengladbach beschäftigt. Beschäftige mich den ganzen Tag mit Systemüberwachung, E-Mail-Verkehr, Anti-Spam-Maßnahmen und ähnlichen Geschichten. In meiner Freizeit bin ich Open-Source-Entwickler. Ich bin als Entwickler im Debian-Projekt, Entwickler im Grummel-Projekt und in diversen anderen kleineren Geschichten involviert. Ich habe auch im Aurelie Verlag ein Buch über Spam geschrieben, noch keins über Nagios, vielleicht kommt das irgendwann noch. Und bin seit einigen Monaten in Debian der Betreuer der Nagios-Pakete. In diesem Rahmen dachte ich mir, ich kann Ihnen einfach mal etwas über Nagios erzählen. Warum machen wir überhaupt Systemüberwachung? Das Bild da oben ist aus einem Rechenzentrum, wo der Administrator irgendwann nachts einen Anruf bekommen hat, dass ein Webserver nicht mehr erreichbar wäre. Als derjenige dann sich die Mühe gemacht hat, vor Ort zu fahren, hat er festgestellt, dass der Schaden ein wenig größer wäre, weil er bereits von der Feuerwehr empfangen wurde. Diese Art von Unfällen sind natürlich Dinge, die man eigentlich schon vorher erkennen sollte. Vielleicht ist man nicht unbedingt rechtzeitig da, um den Ausbruch komplett zu verhindern des Feuers, aber zumindest sollte man doch irgendwie merken, dass die Temperatur des Servers irgendwie die 80, 90, 100, 200 Grad übersteigt. Deswegen überwachen wir Systeme. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund. Wenn wir Fehler frühzeitig erkennen wollen, im günstigsten Fall sogar vor dem Benutzer, müssen wir unser System überwachen. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie läuft meine Festplatte voll, weil ich vergessen habe, Lockrotate einzuschalten und hört bei Geschichten auf, wie die Datenbank funktioniert nicht, also können sich die Nutzer nicht mehr im System anmelden. Wenn man das vor dem Benutzer erkennt, erspart man sich meistens viel Ärger mit dem Chef oder mit den Benutzern. Es ist meistens relativ leicht, einen Fehler zu erkennen, wenn man vor Ort ist und die Systeme benutzt. Wenn man aber sich irgendwo anders befindet, sei es in der Kaffeepause, in der Mittagspause, daheim im Feierabend oder wo auch immer, ist es relativ schwer, Fehler zu finden. Das hindert natürlich andere Leute davon, die Systeme zu benutzen, in der Produktion zum Beispiel. Deswegen sollte man natürlich Fehler auch erkennen, wenn man nicht vor dem Rechner sitzt. Da man ja natürlich nicht immer einen Rechner mit dabei haben möchte, sollte man eigentlich auch hier eine Systemüberwachung einsetzen. Trendermittlung. Moderne Überwachungssysteme, wie zum Beispiel Nagios, sind nicht nur in der Lage zu erkennen, wenn ein Problem da ist. Sie sind auch in der Lage, die ermittelten Informationen, wie zum Beispiel die Festplattenauslastung, über einen längeren Zeitraum zu protokollieren und vielleicht sogar grafisch darzustellen. Über solche Trends kann ich frühzeitig erkennen, wenn ich mir die Graphen ansehe, ob jetzt zum Beispiel der Hauptspeicher auf dem Server langsam zur Neige geht, ob meine Festplatte vollläuft oder ich ähnliche Probleme in nächster Zukunft haben werde. Die schönste Möglichkeit, einen Fehler zu beseitigen, ist, wenn man ihn frühzeitig umgeht. Und dann hat man gar nicht erst den Stress und die Arbeit, irgendwas halbgar machen zu müssen. Gegebenenfalls betreibt man Systeme nicht nur für sich selbst, sondern auch für Kunden. Hat in diesem Rahmen zum Beispiel ein Service Level Agreement, was dafür sorgt, dass man eine bestimmte Verfügbarkeit der Kundensysteme gewährleisten muss. Der Klassiker sind zum Beispiel die 99,99%, die man einfach gewährleisten will dem Kunden gegenüber. Und gegebenenfalls muss man dies natürlich auch am Ende belegen. Wenn man so ein solches System nicht hat, kann der Kunde durchaus irgendwie nach 2 Monaten kommen und sagen, hier, das System war dauernd ausgefallen, wir möchten nicht bezahlen. Oder Konventionalstrafe im ungünstigsten Fall sogar. An dieser Stelle muss natürlich eine Dokumentation der Verfügbarkeit des Systems vorhanden sein. Auch hierbei können ein Systeme wie Nagios unterstützen. Systemdokumentation. Ein System, das überwacht wird, in dem jede einzelne Komponente überwacht wird, wo wir jeden Switch kennen, ist auch gleichzeitig dokumentiert. Wenn ich alles überwache, kann ich auch nichts verlieren. Gleichzeitig ist die erste Installation eines solchen Systems immer die beste Chance, eine Systemdokumentation und Netzwerkdokumentation zu pflegen. Wenn ich zum Kunden gehe und dort ein Nagios-System installiere, das das gesamte Netzwerk überwachen soll, ist das Erste, was ich mache, eine Bestandsaufnahme. Was gibt es in dem Netzwerk überhaupt?
Oft finden sich da die unglaublichsten Dinge, wie in der Besenkammer irgendein Druckerserver, der seit 4 Jahren nicht ausgeschaltet wurde, Switches, für die es keine Passwörter mehr gibt und ähnliche interessante Dinge. Auch hier ist Systemüberwachung wieder sehr praktisch, weil es einen zwingt, die vorhandenen Systeme nachzudokumentieren. Gleichzeitig hilft es uns unter Umständen, Fehler zu erkennen, die nicht so offensichtlich sind. Wie zum Beispiel der Serverraum brennt. Environment-Überwachung. Es ist wichtig, in einem Rechenzentrum oder in einem Serverraum die Temperatur zu haben. Weil wenn die Klimaanlage ausfällt, dauert es nicht lange, bis sämtliche Maschinen unter Umständen einen ganz furchtbaren Tod sterben. Feuchtigkeit. Feuchtigkeit mag im ersten Moment nicht ganz so schlimm klingen, aber wenn die Systeme anfangen zu korrodieren, ist das ebenfalls sehr, sehr hässlich. Klar, wenn der Server ausgefallen ist, erkennt jeder, dass es dort ein Problem gibt. Wenn wir aber frühzeitig andere Umgebungsvariablen monitoren, sind wir vielleicht in der Lage, den Fehler zu beseitigen, bevor die Maschine ausfällt. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Nagios-Projekt. Was ist Nagios? Nagios ist eine Open-Source-Software, die es uns ermöglicht, verschiedene Komponenten in einem System oder einem Netzwerk oder auch in völlig anderen Dingen zu überwachen. Man kann mit Nagios generell alles überwachen. Das fängt bei Switches an, geht über Computer oder zum Wasserstand in einer Kaffeemaschine. Alles, was in irgendeiner Form technisch ermittelbar ist, kann ich mit Nagios auch überwachen. Nagios ist erweiterbar durch Plugins, die sehr einfach zu schreiben sind. Ein einfaches Nagios-Plugin schreibt man in Shell-Skript in weniger als 10 Minuten, wenn man weiß, wie man die Werte bekommt, die man haben will. Das Aufwendige an einem Plugin ist es normalerweise nicht, das Plugin selbst zu schreiben, sondern herauszufinden, wie kriege ich eigentlich die Werte, die ich benötige und wie muss ich sie interpretieren. Weil nur weil ich jetzt zum Beispiel einen Smart-Status, einen Error-Counter kriege, kann ich noch lange daraus nicht sagen, ist das System jetzt in Ordnung oder nicht. Ich muss die Werte auch verstehen. Nagios ermöglicht es uns zu alarmieren. Auf verschiedenste Weise. E-Mail, klar, der Klassiker. SMS, innerhalb der Supportzeiten, aber außerhalb der normalen Arbeitszeiten, ist natürlich auch wichtig. Daneben gibt es noch etwas exotischere Methoden, wie zum Beispiel eine Sprachausgabe. Es gibt zum Beispiel ein Plugin, das mit dem Festival in der Lage ist, mir die Fehlermeldungen vorzulesen. Instant Messaging, also Java oder ICQ, hat sich auch als sehr praktisch herausgestellt, um von solchen Systemen alarmiert zu werden. Viele Leute haben öfter ihren Java-Client oder den ICQ-Client offen als ihren E-Mail-Client. Und da ist eine solche Benachrichtigung auch sehr praktisch. Daneben gibt es noch andere Methoden, wie zum Beispiel eine Rundumleuchte. Ich kenne einen größeren Provider in Deutschland, der hat in seinem Rechenzentrum, in seinem Network Operation Zentrum, A, einen großen Monitor und B, eine Rundumleuchte mit einer Signaltröte. Wenn dort ein kritischer Alarm aufkommt, weiß das jeder im Raum. Aber wirklich jeder. Was können wir damit überwachen? Na, eigentlich alles. Es gibt für nahezu jedes Betriebssystem gibt es System Agents, zu denen ich später einfach nochmal kommen werde. Es gibt die Möglichkeit, über SNMP auf Systeme zuzugreifen, was insbesondere die letzten Netzwerkkomponenten, die uns im Bereich Betriebssysteme noch fehlen, einschließt. Generell ist alles eigentlich machbar und fast alles auch umgesetzt. Es gibt Plugins, um eine Exchange-Infrastruktur zu überwachen. Es gibt Plugins, um VMware ESX zu überwachen. Es gibt eigentlich alles, fast alles. Und das, was es nicht gibt, kann man nachprogrammieren im Bedarfsfall. Das Schöne an Nagios ist, es ist Open Source. Das heißt, wenn mich irgendetwas stört, kann ich hingehen und es auf meinen Bedarf modifizieren. Kaufen Sie mal HP OpenView und versuchen, irgendeine Änderung zu machen, die HP nicht vorgesehen hat. Dann haben Sie ein ernsthaftes Problem. Oder kein Geld mehr. Ein zweiter Vorteil von Nagios ist natürlich, dass es eine riesige Community hat. Nagios ist weltweit im Einsatz. Bei vielen großen Providern, Energieunternehmen, Firmen und hat deshalb auch eine riesige Installationsmenge und deswegen gibt es eine große Community, die sich untereinander austauscht. Es gibt ein Projekt namens Nagios Exchange, da finden Sie geschätzte mehrere tausend Plugins und Skripte, um mit ihrem Nagios Dinge zu überwachen. Es gibt ein sehr aktives Nagios Wiki, in dem fast alles dokumentiert ist, was man damit machen kann. Es gibt Foren, es gibt Mailinglisten. Das heißt, Sie sind nicht alleine.
Abgesehen von der Community gibt es natürlich auch diverse Anbieter in Deutschland, die Support für Nagios bieten und die sie dabei unterstützen, Nagios zu installieren. Nagios ist verbreitet. Es ist von Systemen von einem bis zu zigtausend Hosts im Einsatz. Ich kenne zum Beispiel ein polnisches Energieunternehmen, die überwachen ihre gesamte Infrastruktur mit Nagios. Diverse Provider hier in Deutschland, Rechenzentren, haben alle Nagios im Einsatz. Das heißt, sie sind nicht alleine und sie wissen, die Software funktioniert. Sonst wäre sie nicht so verbreitet. Ja, HP-OpenView ist ja auch nicht zu ertragen. Wie funktioniert Nagios nun im Detail? Nagios besteht aus mehreren Komponenten. Das erste ist der System Daemon. Der Nagios Daemon führt in allererster Linie unter anderem Tests aus. Dabei müssen wir unterscheiden zwischen zwei Sorten von Tests. Das erste sind diese offensichtlichen Tests, die ich von außen in einem System durchführen kann. Ist der HTTP-Server erreichbar und liefert er mir eine Webseite? Ist der SMTP-Server erreichbar und reagiert auf ein Hello? Das sind Tests, die ich von außen ausführen kann. Das ist aber nicht alles. Ich möchte sicherlich auch noch an Systemkenndaten im System kommen. Ist mein RAID noch in Ordnung oder ist eine Platte aus dem Array gefallen? Wie weit ist der Hauptspeicher ausgelastet? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also drei sogar. Das erste ist, ich connecte mich via SSH auf eine Maschine, automatisiert, und führe ein Plugin aus und werte das Ergebnis aus. Das ist der Check by SSH. Man muss sich natürlich vor Augen halten, wenn man viele Checks hat, baue ich für jeden Check eine einzelne SSH-Verbindung auf, was eigentlich unerheblichen Overhead mit sich bringt. Insbesondere, wenn es dann in die Verschlüsselung geht. Wenn Sie ein schwachbrüstiges System haben und dort 10, 20 Tests via SSH ausführen, werden Sie das merken. SNMP. Viele Geräte unterstützen von sich aus SNMP, aber nicht umsonst ist SNMP das Akronym für Security Not My Problem. Oft kommen Sie um SNMP nicht drum herum, insbesondere wenn es in den Bereich Switches geht. Wenn Sie aber die Möglichkeit haben, um SNMP drum herum zu kommen, versuchen Sie es. Für solche Zwecke gibt es zum Beispiel den NRPE. NRPE ist ein Remote Plugin Executor. Das ist ein System Agent. Den installieren Sie auf das jeweilige System, packen ihm ein paar Plugins dazu und wenn der Nagios dann von außen ankommt, über eine verschlüsselte SSL-Verbindung, entsprechend konfigurierbar, sagt er, gib mir doch mal bitte die Ergebnisse für den Test-Check-Disk. Der NRPE führt dann dieses Plugin aus, was er auf der Festplatte hat und fertig konfiguriert ist. Alternativ kann ich ihm noch zusätzliche Parameter übergeben, wie checke Festplatte SDA. Das bringt natürlich ein gewisses Risiko mit sich, einfach von externen Parameter reinzugeben. Deswegen ist das optional konfigurierbar. Das heißt, ich kann meine Tests komplett vordefinieren und er fragt nur nach einem bestimmten Test. Dann geht das NRPE hin, führt Checkdisk auf die Platte SDA aus und reportet mir, wie viel Platz ist noch frei. Entsprechend meiner Grenzen sagt er mir, ist das okay, ist das Warning oder ist das Critical. Der Nagios nimmt dieses Ergebnis dann auf und verarbeitet es entsprechend. Nagios kann auch passive Ergebnisse entgegennehmen. Was bedeutet das? Ich bin zum Beispiel in der Lage, eine zweite Nagios-Instanz in einem anderen Netz aufzusetzen, dort diesen Nagios-Tests ausführen zu lassen, weil der von da aus ins Internet kommt, quasi aus der DMZ oder so heraus. Der nimmt sich dann die Ergebnisse und schickt sie über einen speziellen Daemon, der nennt sich NSCA, an die Haupt-Nagios-Instanz. Und diese ist dann in der Lage, obwohl sie die Maschinen eigentlich gar nicht gesehen hat, weil gesehen kann, diese Ergebnisse auszuwerten. Zusätzlich gibt uns das die Möglichkeit, zum Beispiel SNMP-Traps zu verarbeiten. SNMP-Traps, das ist ein Mechanismus, den SNMP bietet. Wenn er ein Problem gefunden hat, alarmiert er eine entsprechende SNMP-Schnittstelle und die kann er mit dem Alarm irgendetwas tun. HP OpenView ist ein klassischer Fall von einem System, was mit SNMP-Traps arbeitet. Nagios selber kann mit SNMP-Traps nicht umgehen. Aber es gibt dafür einen Translator, der nimmt diese SNMP-Traps entgegen, wandelt diese in etwas vernünftig Lesbares um, weil im Allgemeinen besteht ein SNMP-Trap aus einer OID, das ist eine riesige Zahlenkolonne, und einem Wert. Damit kann kein Mensch etwas anfangen. Deswegen wandelt er diese um in etwas Lesbares
und ist dann in der Lage, darüber dem Nagios einen Test einzuliefern. Was ist der Nachteil davon? Der Nachteil davon ist, SNMP-Traps liefern nur Alarme. Die liefern aber keinen Statuswechsel, wenn das Ganze wieder in Ordnung ist. Das heißt, die sagen einem, guck mal, hier ist ein Problem, aber die melden einem nicht, wenn das System wieder in Ordnung ist. Das heißt, um diese Dinge muss man sich dann einfach selbst kümmern. Da gibt es verschiedene Hilfsmittel zu, aber da möchte ich jetzt im Detail nicht so weit drauf eingehen. Wenn der Nagios-Team Ergebnisse bekommen hat, muss er damit auch irgendwas tun. Das kann zum Beispiel das Verschicken einer SMS sein, wenn er ein Problem gefunden hat. Das kann einfach nur die grafische Darstellung auch dessen sein, des Status sein, den wir jetzt gerade haben. Wenn er ein Ereignis hat, also einen Statuswechsel, muss natürlich auch eine Notification, also eine Alarmierung gestartet werden. Im Nagios-Kontext wird das als Notification bezeichnet. Alarmierungen sind natürlich einstellbar. Das heißt, ich kann sagen, wer soll für einen Host alarmiert werden, wann soll er alarmiert werden und wie soll er alarmiert werden. Das heißt, ich muss nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche SMS bekommen, nur weil ich es irgendwo eingetragen habe. Es gibt ein sehr flexibles Zeitmanagementsystem, mit dem ich konfigurieren kann, wann und wie und für welche Ereignisse ich überhaupt Alarme empfangen möchte. Es ist wahrscheinlich sinnlos, für einen Warning-Status gleich eine SMS mitten in der Nacht zu verschicken. Deswegen kann ich Nagios das sagen. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst konfigurieren und entsprechend der IT-Infrastruktur einfach anpassen. Zusätzlich gibt es noch Event-Händler. Event-Händler sind eine sehr praktische Geschichte. Ein Event-Händler kann reagieren, wenn ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat. Angenommen, der Apache liefert plötzlich keine Seiten mehr aus. Das habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hin, alarmiere vom Abteilungsleiter bis zum Chef jeden, weil mein Apache nichts mehr tut. Oder ich gehe einfach hin und restarte meinen Apache. Vielleicht lebt er dann ja wieder. Sowas können Eventhändler abfackeln. Eine andere witzige Möglichkeit, mit Eventhändlern zu arbeiten, sind Hochverfügbarkeits-Setups mit Nagios. Systemüberwachung ist schön, aber auch Systemüberwachung sollte überwacht werden und hochverfügbar sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem die Systemüberwachung aus irgendeinem Grund ausgefallen ist und hinten drin brennt das Netzwerk. Dann kommt nämlich der Chef an, ja, ich habe doch für 10.000 Euro irgendwie Systemüberwachung eingerichtet oder 100 Arbeitsstunden und warum passiert da jetzt nichts? Warum kriege ich keine Benachrichtigung? Deswegen muss auch die Systemüberwachung so ausgelegt sein, dass man darüber informiert wird, dass sie nicht mehr funktioniert. Das wird sehr gerne vergessen. Mit diesen Event-Händlern ist es zum Beispiel möglich, eine zweite Nagios-Instanz zu betreiben, die mitläuft und nur passiv arbeitet und vom Haupt-Nagios auf den Nachbarn-Nagios mal Ergebnisse bekommt über den NSCA. Und in dem Moment, wo der zweite Nagios erkennt, mein Haupt-Nagios ist weg, schaltet er sich plötzlich auf aktiv über einen Event-Händler und fängt an, selbstständig Notifications und Alarme zu verschicken. Das ermöglicht es einem, ein relativ günstiges Setup aufzubauen, ja? Wo genau sind jetzt die Unterschiede zwischen Alarmierung und Event-Händler? Letztendlich müsste es auf Software nicht doch eigentlich egal sein, ob ich ein Skript für Routine, was auch immer, aufrufe, die SMS verschickt oder die versucht, meinen Apache zu machen. Jein. Die entsprechenden Schnittstellen sind relativ ähnlich im Nagios gehalten. Aber wenn ich einen Event-Händler habe, will ich ja nicht gleichzeitig einen Alarm verschicken. Weil sonst brauche ich ja keinen Event-Händler. Ja, klar. Aber ich muss natürlich auch irgendwann einen Alarm verschicken. Und deswegen wird das Ganze natürlich auch getrennt. Und es gibt nicht nur diese Notification, es gibt verschiedene Events im Nagios, auf die man reagieren kann, die aufgerufen werden. Statuswechsel sind nicht die einzigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Aber da wollte ich jetzt im Detail eigentlich nicht so weit drauf eingehen. Die Dokumentation von Nagios bietet da noch wesentlich mehr Infos. Das nächste, das Webfrontend. Wir alle mögen bunte Bilder und wir mögen einen bunten Status. E-Mails sind schön, aber man möchte auch mal einfach drauf gucken auf das System und auf einen Blick sagen können, dass alles in Ordnung ist. Deswegen gibt es ein Webfrontend. Dieses Webfrontend ermöglicht es uns zusätzlich, Reports zu generieren. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel sagen lassen, wie war die Verfügbarkeit für Host XYZ in der letzten Woche? Dort gibt er einem einen bunten Graphen aus und ein paar Prozentzahlen. Trendanalyse. Mit zusätzlichen Tools wie Nagios Grapher, auf den ich später noch zu sprechen komme,
ist es möglich, Trends wie zum Beispiel eine Festplatten- oder Speicherauslastung aufzunehmen und auch mit zu betrachten. Wenn ich einen geplanten Wartungstermin zum Beispiel habe, weil ich genau weiß, ich nehme den besagten Switch in 2 Stunden aus dem System, möchte ich natürlich nicht mit Alarmen und SMS zugeschüttet werden. Deswegen ist es möglich, über das Webfrontend Wartungsintervalle zu definieren, oder ich kann für einen bestimmten Host-Test abschalten, wenn ich genau weiß, dass der jetzt aus irgendeinem Grund kaputt ist. Genauso kann ich im Webfrontend noch Kommentare hinterlegen, sodass meine Mitadministratoren wissen, was mit dem System los ist. Nehmen wir das noch mit der Wartungsfensterverwaltung. Man kann, es gibt 2 Möglichkeiten. Man kann sagen, ich habe ein festes Zeitfenster. Das heißt, für die nächsten 2 Stunden habe ich Wartung für diesen Host eingetragen. Oder ich kann eine flexible Notification machen, die sich in dem Moment abschaltet, wo sich der Status wieder ändert vom System. Also gibt es diese zwei Möglichkeiten, je nachdem, was für eine Wartung Sie jetzt vorgesehen haben. Dann haben wir den NRPE. Der NRPE ist quasi ein System Agent, verfügbar für Linux, Unix, BSD, macOS und Windows. Unix schließt dabei die meisten kommerziellen Unixe wie Solaris, HPUX, AEX ein. Er führt, wie gesagt, Tests aus und kann die Anlage am Ende durchreichen. Knackpunkt ist, er muss von extern abgefragt werden. Das heißt, von alleine schickt er gar nichts. Er testet auch von alleine nichts. NSCA ist dazu gedacht, um passive Ergebnisse in einen Nagios einzuliefern. Das ist ein Daemon, der läuft auf einem Port, nimmt bestimmte Kommandos entgegen und verarbeitet diese dann zu Tests im Nagios. Damit kann man verteilte, mehrstufige Setups machen. Man kann SNMP-Traps umsetzen. Es gibt einen weiteren System Agent für Windows, der ebenfalls wie mit NSCA arbeiten kann. Man kann damit Frontends machen, die bestimmte Dinge im Nagios steuern. Also man kann mit sowas alles Mögliche tun. Ja, was ist jetzt Nagios? Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Das hier ist zum Beispiel eine Karte von Nagios, die ein Netzwerk darstellt, das einem Kunden von mir gehört. Man sieht hier zentral den Haupt-Nagios-Prozess. Rundrum in der ersten Ebene die Systeme, die sich im Hauptbüro befinden. Dann gibt es hier einen VPN-Switch und dahinter liegt dann die Zweigstelle. Die ganzen roten Flecken sind Probleme. Das ist alles Mögliche. Hauptsächlich sind das Windows-Maschinen, die einfach ausgeschaltet werden, aber aus Statistikgründen mit dem Nagios drinstehen. Für die werden zum Beispiel keine Alarme eingeschaltet. Dann ist ein kaputtes SIP-Telefon dabei und 2 Maschinen für die Security-Upgrades ausstehen. Genauso gibt es natürlich auch eine Übersicht in Schriftform. Das ist das da. Zum einen sehe ich in der ersten Linie die Hosts, die nicht da sind. Dazu gibt es eine 2. Spalte, Unreachable. Nagios ist in der Lage, Netzwerke halbwegs zu verstehen und Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich meinem Nagios sage, hinter dem VPN-Switch, die ganzen Maschinen, die sind vom VPN-Switch abhängig, dann weiß Nagios, wenn der VPN-Switch ausfällt, brauche ich mir gar keine Hoffnungen machen, die Systeme dahinter zu erreichen. Das tut er insofern auch honorieren, als dass er eigentlich für jedes System dahinter Nachrichten schickt. Das kann sehr hilfreich sein. Dann werden diese Hosts als Unreachable gekennzeichnet, weil dann werden sie nicht mehr aktiv getestet. Dann gibt es die 2. Abstufung Services. Services können generell 3 Hauptstatus haben. Das heißt, es ist Critical, das 2. ist Warning, das 3. ist Okay. Dazu gibt es noch Unknown. Unknown heißt, aus irgendeinem Grund kann der Nagios nichts dazu sagen. Das passiert, wenn zum Beispiel ein Skript irgendetwas ausgibt, mit dem man Nagios überhaupt nichts anfangen kann. Oder wenn zum Beispiel mein Transporter kaputt ist. Was ist ein Transporter? Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass man Checks über SSH abfackeln kann. Wenn jetzt aber der SSH aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, kann der Nagios ja keine Aussage darüber treffen, ob der Test auf der Gegenseite jetzt funktionieren würde oder nicht. Deswegen wird das Ergebnis dieses Tests erstmal auf Unknown gesetzt, weil er darüber keine Aussage treffen kann. Pending-Tests bedeutet, dass diese Tests noch ausstehen,
und aus irgendeinem Grund nicht gemacht sind, weil die Maschine zum Beispiel gerade nicht da ist und es dafür noch kein Ergebnis gibt. Wenn ein Host neu aufnimmt, hat man natürlich automatisch sämtliche Dienste, die auf diesem Host laufen, auf Pending, bis sie zum ersten Mal getestet sind. Hier oben rechts ist nochmal so ein kleiner Graph, der anzeigt, wie jetzt meine Gesamtverfügbarkeit ist. Da ich 14 ausgefallene Hosts habe, sieht das Ganze eher negativ aus. Nagios ist auch in gewissem Maße seambar, das heißt, das ist hier das Standard Nagios 3, wie es aussieht, also in der Technical Overview. Und das gerade war ein Nuovo-Seam, was das Nagios ein bisschen moderner aussehen lässt. Nagios, so wie es aus der Box kommt, ist ein bisschen altbacken und das mögen einige Leute nicht. Das hier ist eine Service-Übersicht, wo man dann einfach im Detail sehen kann, was jetzt eigentlich los ist. Ich werde das jetzt mal hier einfach mal live demonstrieren, wie sowas aussieht. Günstiges Mal habe ich sogar Internet. Ist das erkennbar? Ja. Das hier ist noch ein Nagios 2. Ist das lesbar? Ja. Hier sieht man zum Beispiel die verschiedenen Maschinen, die ich dort überwache, in der linken Spalte. AMD64Grümmel.org ist zum Beispiel unser AMD64Grümmel-ISO-Build.de, der unsere AMD64-ISOs baut. Da überwache ich relativ wenig, weil halt relativ wenig drauf läuft. Das Erste, was wir dort überwachen, ist apt. Das sind Debian-Maschinen und ich will natürlich wissen, wann auf einer Maschine ein Security-Update ansteht oder sonstige Updates. Zu diesem Zweck setze ich das apt-Plugin ein. Das informiert mich, wenn ein Upgrade ansteht. Wenn es ein Security-Upgrade ansteht, wird sogar ein Critical-Alarm ausgelöst. Sehr praktisch. Ich will etwas über die Load wissen. Ich will wissen, ob E-Mails drinstehen, weil der Daemon mich per E-Mail informiert, wenn irgendwas schiefgegangen ist mit dem Bauen von ISOs. Und zusätzlich haben wir nochmal Ping. Hier neben sehen wir etwas, das nennt sich Nagios Grapha. Das ist ein Plugin, das ich gleich nochmal näher erklären werde. Upsa. Was es für mich ermöglicht, grafisch darzustellen, wie die Ergebnisse meiner Plugins gewesen sind. Meine Plugins liefern mir zurück, zum einen, dass die Load in Ordnung ist, also im Rahmen meiner gesetzten Parameter, als dass es auch in maschinenlesbarer Form die Ergebnisse des Plugins zurückliefert. Daraus kann ich bunte Bilder machen. Das kann ich jetzt manuell tun, oder ich kann ein Plugin wie Nagios Grapha einsetzen, was das für mich automatisch tut. Was man in diesem Host sehr gut sehen kann, ist, dass wir zweimal am Tag ISOs bauen und den Rest des Tages das System eigentlich gar nichts tut. Das hier ist jetzt nochmal die Technical Overview im richtigen Leben. Hier sieht man im Kern, dass das meiste eigentlich in Ordnung ist auf dem System. Ich kann jetzt gucken lassen, ich habe hier ein Problem auf der Maschine. Das ist eine von unseren Maschinen. Da fehlt ein Security-Update auf libxml2. Und spätestens morgen früh, weil ich den Upcheck nur einmal am Tag laufen lasse, kriege ich wieder eine E-Mail, dass ich doch bitte mal die Maschine update. Ja, das ist hier ein Plugin, was etwas zurückgeliefert hat, womit er nichts anfangen konnte. Das ist ein internes Problem von dem App-Plugin, was ich noch fixen muss auf der Maschine. Dort wird nämlich ein integrierter Perl-Interpreter verwendet und die Ergebnisse, die hinten rauskommen, sind nicht ganz so kompatibel mit diesem Perl-Interpreter. Den Fix dafür habe ich aber schon fertig. Was haben wir hier noch? Wir haben hier die Status-Map. Das ist, wie gesagt, das ist hier ein relativ simples Netzwerk ohne Abhängigkeiten. Es ist eine Maschine, die im Internet steht und die andere Maschine, die ebenfalls im Internet steht, überwacht. Ich kann meine Maschinen auch gruppieren. Wer 1000 Maschinen hat, möchte natürlich nicht sich durch jede einzelne Maschine durchklicken. Das ist auf Dauer wahrscheinlich ziemlich müßig. Deswegen kann ich Hostgruppen anlegen und Servicegruppen.
in denen ich meine Maschinen so gruppieren kann, wie mir das gefällt. Das kann nach Standorten sein, das kann nach logischen Aufgaben sein, das kann nach Zuständigkeiten sein. Nagel das legt einem da keinerlei Steine in den Weg. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, wie Reports zu generieren, sich Statusinformationen anzusehen, Statistiken, wie der Nagelhausprozess selbst gelaufen ist. Aber das würde jetzt hier eher den Rahmen sprengen. Was ich gerade eingangs schon mal gezeigt hatte, war ein Plugin namens Nagios Grapher. Nagios ist durch einige sehr nützliche Erweiterungen so zu bringen, dass es Dinge noch besser tut, als das eh schon tut. Nagios Grapher ist eins davon. Nagios Grapher nimmt sich die Performance-Werte, wie sie von Plugins übergeben werden, wie zum Beispiel die Load eines Systems oder die Speicherauslastung, und macht daraus RRD-Graphen und kann diese dann auch grafisch darstellen. Das Schöne an Nagios Grapher ist, es tut das meiste schon vollautomatisch. Es kennt die Standardtests, wie sie auf den meisten Systemen sind, und hat bestimmte Regexe, mit denen es über die Ergebnisse geht, und um daraus die Graphen zu zeichnen. Das heißt, in dem Moment, wo ich es installiert habe, in einem Debian-System, zum Beispiel direkt aus dem Paket, habe ich direkt 5 Minuten später meine ersten Graphen, ohne irgendwas konfiguriert haben zu müssen. Trotzdem ist es aber so flexibel, dass ich es auch anpassen kann, um mir die Graphen so zu bauen, wie ich sie gerne hätte. Beiliegend zum Beispiel ein Graph, der Wetterdaten zeichnet, um mit irgendeinem Plugin aus irgendeiner Wetterseite Informationen zu schicken. Ermöglicht es auch, Graphen zusammenzufassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, zeige mir die Pinkzeiten für 5 Systeme. Dann legt er die Graphen alle so zusammen, sodass man vergleichen kann, wie gut die Systeme erreichbar waren. Es vereinfacht die Trendermittlung, einfach weil es einfach und schnell ist und nichts das meiste automatisch tut. Zusätzlich kann es relativ komplexe Systeme wie Collecti oder MRTG ersetzen. Bei der Performance-Ermittlung ergibt sich immer das Problem, dass die Performance-Ermittlung selber das System bereits verfälscht. Je mehr Kenndaten ich in einem System ermittle und je öfter ich das tue, desto höher besteht die Gefahr, dass diese Kenndatenermittlung bereits so viel Last erzeugt, dass mein System davon belastet ist und die Daten daher verfälscht werden. Deswegen ist es kontraproduktiv, dieselben Daten 5-mal irgendwo aufzunehmen. Weil ich vielleicht einen MRTG-Graphen zeichnen möchte fürs Netzwerk oder für die Speicherauslastung. Zusätzlich habe ich hier noch Monin oder CollectD laufen und ja, mein Nagios ist auch noch da. Dann haben wir bereits in der Sekunde 5 Tests, die irgendwas auf der Maschine tun. Und das Ganze 10-mal in der Minute oder 20-mal in der Minute. Und ehe wir es uns versehen, habe ich eine dermaßen Last auf dem System erzeugt, dass das System selbst nicht mehr viel tun kann. Deswegen bietet es sich an, Performance-Werte nur einmal zu ermitteln und an dieser Stelle auch gleich zu verarbeiten. Das ist der Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel Nagios Grapher einsetzt. Man kann sich zum Beispiel Collecti oder Monin völlig sparen, weil er einem auch gleich die Graphen zeichnen kann für die Daten, die wir sowieso brauchen, weil wir die Verfügbarkeit testen müssen. Ein weiteres nettes Plugin ist NACVIS. NACVIS steht für Nagios Visualization und ermöglicht es, mein Nagios-Setup grafisch darzustellen. Was wir gerade gesehen haben, sind im Grunde Textwüsten mit ein paar Farben hinterlegt. Das geht auch schöner. So zum Beispiel. Das hier ist ein Visio-Diagramm, was sich jemand da hingelegt hat, als Hintergrundbild, und hat obendrauf mit der Hilfe von NACVIS Echtzeitdaten getan. Das ist eine Karte, die wird vom Nagios in Echtzeit aktualisiert. Das heißt, wenn dort etwas passiert, gehen hier zum Beispiel diese Häkchen auf Rot. Genau wie die hier, diese Festplattendaten, sich auch wirklich bewegen. Das heißt, ich habe mit relativ wenig Aufwand ein wirklich gut aussehendes System, was ich mir so anpassen kann, dass es auch meine Netzwerkinfrastruktur widerspiegelt und die Art und Weise, wie ich denke und arbeite. Sowas geht auch. Man lacht im ersten Moment, aber wenn Sie einen externen Techniker haben, der in Ihrem RAID-Array die Platte austauschen muss, oder aber noch nie in Ihrem Rechenraum war, oder das letzte Mal vor einem halben Jahr, und dann zum ersten Mal an einem falschen System den Plattenstapel zieht, das habe ich schon gesehen, ist sowas echt praktisch. Weil dann sieht der Techniker genau, dass er hier oben
an dieses System ran muss und an kein anderes. Das kann also gegebenenfalls ein unschätzbarer Vorteil sein, ein solches System. Das geht auch. Das hier ist ein größerer Energieprovider, ich glaube in Tschechien oder so, der seine gesamte Infrastruktur mit Nagios monitort. Die haben dann dort irgendwo einen Beamer hängen und projizieren sich das in den Network Operation Center. NACWIS kann ich arbeiten ohne NDO. NDO sind die Nagios Data Objects. Nagios hat das Problem, dass es seine Statusinformationen in einem recht kryptischen Datenfile speichert, mit dem ich selber eigentlich normalerweise nicht viel anfangen kann. Was machen nun die NDO? Die NDO sind in der Lage, die Informationen vom Nagios aufzunehmen und in eine SQL-Datenbank zu speichern. Das heißt, wenn Sie NDO einsetzen, haben Sie den gesamten Status und die Historie Ihres Nagios in einer SQL-Datenbank und können dort ganz normal mit SQL-Queries draufgehen. Damit können Sie so Dinge tun, wie mit Access oder mit Word am Ende des Monats einen Verfügbarkeitsbericht erstellen. Oder ein solches Frontend wie NACWIS bauen. Das ist nicht darauf angewiesen, irgendwelche Webseiten vom Nagios zu parsen oder irgendwelche Datenbank-Files, die sich dauernd ändern, sondern es hat jetzt diese SQL-Datenbank im Hintergrund. NDO soll irgendwann in der Zukunft auch mal direkt in Nagios integriert werden. Bis 3.0 ist es nicht geschafft worden. Ich vermute mal, es wird sich noch bis 3.5 oder so hinziehen. Aber dann braucht man es nicht mehr zusätzlich installieren. Es ist auch bereits schon auf den Nagios-Webseiten direkt erhältlich. Oder direkt als Debian-Paket. So, damit kommen wir jetzt auch langsam schon zum Teil Nagios 3. Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ist vor ein paar Monaten Nagios 3 veröffentlicht worden, was einen, nicht ganz so großen Schritt darstellte. Die Versionsnummer 2 auf 3 klingt zwar im ersten Moment relativ groß, aber wenn man oben drauf guckt, sieht man nicht viel, was sich geändert hat. Wenn man aber genau hinsieht, sieht man, dass sich unter der Haube einige nützliche Dinge getan haben. Davon möchte ich einfach mal ein paar vorstellen, von den Leuten, die Nagios 2 schon einsetzen, um ihnen einen Tipp zu geben, dass sie jetzt auch auf Nagios 3 upgraden sollten, oder wenn sie es schon getan haben, ihnen zu zeigen, was sie eigentlich jetzt noch damit machen können. Nagios Plugins geben Ergebnisse zurück. Normalerweise ist es so, das Ganze darf genau eine Zeile umfassen. Da darf ein kurzer Text drin sein und diese besagten Performance-Werte. Das war's. Das ist natürlich relativ wenig. Nagios 3 ermöglicht diese Notifications so weit, erweitert diese Notifications so weit, dass ich nahezu beliebig viel Text zurückgeben kann. Das heißt, ich kann mir jetzt auch zum Beispiel meine Security-Upgrades statt nur die verfügbaren Upgrades anzeigen lassen, was auch wirklich passiert. Die einzelnen Changelog-Einträge, die CVEs dazu und ähnliche Geschichten. Und kann man das danach entsprechend passend im Webfrontend ansehen. Das ist sehr praktisch. Ich kenne das gerade aus dem Hobbit- bis zum Big Bossa-Bereich. Da liefern Plugins teilweise Kilometer an Informationen, die man einfach noch nutzen kann, ohne sich gleich auf das System verbinden zu müssen. Nagios 3 setzt wesentlich mehr als Nagios 2 auf Embedded Perl. Die meisten Nagios-Plugins sind in Perl geschrieben, außer den mitgelieferten, die sind direkt in C geschrieben. Was ist der Nachteil davon? Jedes Mal, wenn ich ein Plugin ausführen muss, muss ich einen Perl-Interpreter starten. Das kostet Leistung. Je mehr Tests Sie haben, desto mehr Leistung kostet das. Ein großes System hat ohne Schwierigkeiten einige 10.000 Tests, die es regelmäßig ausführen muss. Wenn es dafür jedes Mal einen Perl-Interpreter startet, ist das ein riesiger Overhead. Deswegen wird in Nagios 3 ein Embedded Perl-Interpreter gestartet. Das heißt, ein Skript wird einmal in diesen Perl-Interpreter geladen und dann immer direkt aus diesem Perl-Interpreter ausgeführt. Unglücklicherweise erfordert das auch ein paar Änderungen in den Skripten. Es hält sich aber in Grenzen. Normalerweise hat man dann solche Skripte in ein paar Minuten angepasst. Dafür ist das Ganze wesentlich schneller. Notification Delay. Wenn ich Systeme habe, die kurzzeitig immer wieder aus dem System fallen, wo ich aber genau weiß, sie sind in ein paar Sekunden wieder da, will ich gegebenenfalls nicht gleich einen Alarm kriegen. Deswegen ist in Nagios 3 ein Notification Delay einstellbar. Das heißt, ich kann eine Wartezeit eingeben, bis überhaupt der erste Alarm geschickt werden soll.
Read-Only-Zugriff. Eigentlich fast die wichtigste Änderung im Nagios 3. Wenn Sie Kunden haben oder Support-Mitarbeiter, die auf Ihr Frontend zugreifen sollen, sollen diese vielleicht nicht unbedingt in der Lage sein, Tests abzuschalten, einen Neustart eines Tests zu fordern oder den Nagios-Daemon zu stoppen. Deshalb ist man jetzt in der Lage, einige Accounts nur als Read-Only-Accounts zu definieren. Dadurch haben Sie keine Möglichkeit mehr, Befehle an den Nagios zu senden, sondern sehen nur den aktuellen Status. Parallelität. Host- und Service-Checks sind in Nagios 3 zum ersten Mal parallel. Das bedeutet, bisher war es so, dass Tests sequenziell durchgeführt wurden. Wenn dann einige Tests dabei waren, die zum Beispiel aufgrund von TCP-Timeout den ganzen Verkehr aufgehalten haben, hat es dafür unter Umständen geführt, dass meine Tests plötzlich eine halbe Stunde oder so im Rücklauf waren, weil ich 5000 Tests in der Queue habe, die alle nacheinander abgearbeitet werden. Nagios 3 parallelisiert jetzt, wo es kann. Das heißt, wenn es mehrere Hosts hat, die es checkt, checkt es gleich diese Hosts auch in Parallel. Das ist ein Riesenvorteil, gerade für große Setups. Das Caching von Ergebnissen wurde wesentlich verbessert. Das heißt, Nagios versucht wesentlich mehr als vorher vorauszusagen, ob ein Test, den es jetzt durchführen wird, erfolgreich ist oder nicht, oder ob es sinnvoll ist, diesen Test jetzt durchzuführen. Performance-Verbesserung. Nagios 2 neigte dazu, wenn Sie so langsam mal die 2000-3000 Sensorengrenze überschritten haben, was relativ schnell gehen kann, sehr langsam zu werden. Das machte sich gerade im Queue-Handling bemerkbar, wenn sich dann plötzlich einige Tests in der Queue stauten. Nagios 3 hat sich da einiges getan, was es gerade für große Setups wieder attraktiver macht. Zeitfenster wurden verbessert. Das heißt, ich bin mittlerweile in der Lage, so Geschichten wie rollende Supportfenster, so jede zweite Woche immer dienstags, aber nicht im August, zwischen dem 1. und 15. August möchte ich Alarme kriegen. Solche Zeitfenster kann ich mittlerweile im Nagios angeben. Das heißt, ich bin in der Lage, meine Urlaubszeiten dort drin zu pflegen, als auch zum Beispiel rollende Supportfenster. So. Das war soweit der statische Teil der Präsentation. Ich bin mir sicher, es gibt wahrscheinlich noch ein paar Fragen, die ich jetzt gerne noch in der letzten Viertelstunde beantworten werde. Da oben? Gibt es größere Schwierigkeiten, wenn man jetzt den Server jetzt kontinuierlich einsetzen will, weil es einfach für so ein kleines Netzwerk zu viel Arbeit wäre? Oder wenn wir einfach temporär starten und mal reinschauen in die Maschinen für eine gewisse Zeit? Oder gibt es da noch Fehlermeldungen, weil es nicht ausgegeben ist? Generell muss man dazu sagen, Systemüberwachung ist nur dann sinnvoll, wenn man sie permanent betreibt. Das heißt, ich würde es niemandem empfehlen, seinen Nagios-Server nur kurzfristig zu starten. Aber ein halbwegs sinnvoll aufgesetztes Nagios, was auch vernünftig einmal eingepflegt wurde, schickt einem so keine Alarmierung. Das oberste Ziel einer Systemüberwachung muss immer sein, dass das System völlig still ist, solange alles in Ordnung ist. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Systemüberwachung, die einem permanent irgendwelche unwichtigen Benachrichtigungen schickt. Weil dann gehen die wirklich wichtigen Nachrichten unter. Deswegen sollte man das System eigentlich auch permanent laufen lassen. Weil auch wenn man es nur immer kurzfristig startet, wenn dann 1000 Fehlalarme kommen, geht einem gegebenenfalls der Alarm unter, den man eigentlich haben will. Deswegen würde ich es einfach permanent laufen lassen. Alles andere ist eigentlich nicht sinnvoll. Gehen tut sowas, klar. Aber die Frage ist halt, inwieweit das sinnvoll ist. Weitere Fragen? Da oben? Also es geht, die Frage ging darum, ob es automatische Konfigurationssysteme für den Nagios 3 gibt. Ich muss dazu sagen, ich bin ein natürlicher Feind aller automatischen Konfiguratoren. Im Allgemeinen zeichnen sich diese dadurch aus, dass sie einen einschränken und im Allgemeinen nie das können, was man jetzt benötigt. Ich selber habe mir einige Template-Systeme geschrieben, die mir automatisiert über Makefiles Hosts anlegen. Sowas kann man machen. Das ist aber auch individuell auf eine einzelne Struktur dann angepasst. Ich halte nichts von Automatisationssystemen in solchen Bereichen.
Es gibt meines Wissens auch nichts, was auch nur annähernd den Anspruch erfüllen würde, den ich zum Beispiel an ein solches System stelle. Das heißt, es muss A, gut bedienbar sein und B, aber auch wartbar sein, wenn ich spezielle Dinge von ihm will, die jetzt nicht vom Frontend abgedeckt sind. Und in dem Bereich gibt es eigentlich meines Wissens nach nichts, was auch nur annähernd diese Ansprüche erfüllen kann. Richtig. Ja. Editor, eventuell ein Template-System, was einem selbstständig irgendwelche Basiskonfigurationen ausrollt. Ich habe zwar irgendwas mit YAML geschrieben, womit ich für verteilte Systeme meine Konfigurationen automatisch erzeugen kann, sodass die auf die Systeme, die das Ganze überwachen, automatisch ausgerollt werden. Aber wie gesagt, das ist alles auf mich speziell angepasst. Und wenn man sowas macht, sollte man es auch auf sich speziell anpassen. Weil eine Nagios-Konfiguration ist primär eine Wüste von Textdokumenten. Man kann die sich angenehm machen, indem man das Ganze ordentlich strukturiert auf der Festplatte. Man kann natürlich auch alles in einer Datei schreiben. Und selbst wenn man es sich angenehm macht, ist kein Setup gleich. Das heißt, Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich das nach Standorten zu sortieren. Nach dem, was es tut. Oder vielleicht auch den Zuständigkeiten. Und genau das sollte man wirklich auf sein eigenes Netzwerk anpassen, sodass man so gut wie möglich warten und pflegen am Ende kann. Ich hoffe, das reicht soweit. Tut mir leid, dass es keine schönere Lösung gibt, aber so ist Nagios nun mal. Ja? Thema Integration mit anderen Management-Systemen. Gerade alles ab Mittelstand, die jetzt schon irgendeine Monitoring-Lösung haben, wird man auch mit Nagios sicherlich nicht auf den ersten Schritt ablegen können. Wie sieht es aus? Verheiraten ist generell schwierig. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man sowas machen könnte. Also man kann sie sicherlich erstmal parallel betreiben, das schadet nicht. Also man kann ohne Probleme Nagios auf einer HP OpenView betreiben, parallel. Es ist sicherlich kein Problem, wenn die andere Lösung es ermöglicht, in irgendeiner Form Ereignisse einzuliefern, über einen entsprechenden Obsession-Händler dort auch Ergebnisse einzuliefern. So wie wir zum Beispiel in einem verteilten Nagios-Setup von einem Master auf einen Slave-Nagios-Host einliefern, könnte man entsprechend auch in ein solches System einliefern. Klar, man muss sich den Translator selber schreiben, allein schon, weil wahrscheinlich die Begrifflichkeiten völlig anders sind. Aber machbar ist das. Ich meine, es gibt irgendwo zum Beispiel einen SNMP-Trap-Generator, der aus Nagios-Alarmen SNMP-Traps erzeugt. Das wäre zum Beispiel in so einem Fall wie HP OpenView, der damit arbeitet, zum Beispiel schon fast ausreichend. Aber es gibt Überwachungssysteme wie Sand am Meer und die arbeiten alle anders. Deswegen gibt es da auch keine pauschale Antwort zu. Das muss man wirklich auf den Einzelfall betrachten. Eben Internet, Google, Nagios ist sehr gut dokumentiert. Es wird sehr viel im Internet dazu zu finden, muss man einfach gucken. Das kann man pauschal nicht sagen. Da oben? Also ich wollte noch was dazu sagen. Die SNMP-Trap-Generatoren funktioniert immer. Dann kann man die Trap irgendwie erzeugen und hier halt an normales System schicken. Es gibt aber auch Interfaces, das ist meistens, die hat halt 12 Regeln und dann passt das Interface. Also für all die großen Systeme gibt es halt auch Nagios Interfaces. Also es kommt halt einfach auf den Einzelfall drauf an, man gucken muss. Okay, sonst noch Fragen? Ja. Hier vorne? Oder, ja, jetzt wäre hier vorne jetzt. Ja, wie viel Aufwand steckt denn darin, eine solche Konfiguration beispielsweise für 25 Unix-Server und 50 Windows-Server aufzusetzen? Ungefähr 42. Man kann sowas nicht pauschalisieren. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der wichtigste Faktor ist erstmal Dokumentation. Das heißt, weiß ich A von vornherein, was ich überwachen will? Oder wo die Maschinen sind, die ich überwachen will? Und B, weiß ich auch schon, was ich überwachen will im Detail? Welche Tests will ich ausführen? Und C,
weiß ich, was überhaupt meine kritischen Werte sind. Wenn diese Sachen von vornherein sauber bekannt sind und man sich mit Nagios halbwegs auskennt, kann man sowas ohne Probleme in 2 Tagen über die Reihe bringen. Wenn man natürlich erstmal lernen muss, wie man ein solches System bedient, hängt das natürlich von demjenigen ab, der es lernen muss. Es gibt Leute, die kriegen das in 2 Tagen hin. Es gibt aber auch Leute, die brauchen dafür 4 Wochen oder 8 Wochen oder holen sich irgendwann professionelle Hilfe. Es schadet, ich mag jetzt keine Eigenwerbung machen, aber meiner Erfahrung nach hilft es, sich gegebenenfalls jemand Erfahrenes dazu zu holen, der mit einem ein solches System designt. Warum? Jemand, der ein solches Nagios-System schon kennt, der weiß, wo die Fallen liegen. Man kann sich ohne Schwierigkeiten Nagios aufsetzen, was man in einem Jahr nicht mehr warten kann. Einfach weil man zu viel Fehler am Anfang gemacht hat, wie man das Ganze strukturiert. Wenn man dann jemanden hat, der von vornherein die richtigen Schritte gibt und auch hilft, das Ganze zu strukturieren und das Ganze erklärt, hat man gegebenenfalls dann am Ende ein wesentlich schöneres System, was man auch über viele Jahre hinweg ohne Probleme warten kann. Und wenn er noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und einem bestimmte Techniken erläutert, wie man sowas auch wartet, also rein aus dem menschlichen Aspekt heraus, wie man sich organisiert, hat man oft schon einfach viel, viel Arbeitszeit gespart. Klar, es kostet natürlich Geld, sich jemanden für 2, 3 Tage oder mehr ins Unternehmen zu holen, aber es kostet auch Geld, sich 2 Monate damit zu beschäftigen und am Ende festzustellen, was ich gemacht habe, ist Mist, ich muss von vorne anfangen. Das muss man sich einfach überlegen. Man kann das, wie gesagt, in 2 Tagen durchziehen. Habe ich gerade erst beim Kunden für eine ähnliche große Anzahl gemacht. Aber das hängt, wie gesagt, von vielen Seitenfaktoren ab. Hier oben. 2 Fragen zum Webseitenmonitoring. Also Einloggungssystem, 1 oder 2 Transaktionen ausführen, wieder ausloggen und das Ganze geht mit dem zeitlichen Schwellwert vergleichen. Wie kann ich da den Kickstream irgendwie aufzeichnen und nahtlos für die Füße werfen? Man kann sich ohne Probleme ein Plugin schreiben, was das tut. Das erfordert ein bisschen libcurl und Perl und dann hat man das in wenigen Stunden geschrieben. Ist wieder, nach dem, was Sie da schreiben, eine sehr individuelle Geschichte auch. Und solche individuellen Plugins sollte man auch individuell entwickeln. Ist es nicht aufwendig, das zu schreiben, aber man muss es halt tun. Ein Plugin, wenn man genau weiß, was man will und wie man an die Daten kommt, schreibt sich ein Plugin von einem halbwegs erfahrenen Programmierer in wenigen Stunden oder sogar in Minuten. Ja, das hängt natürlich dem Plugin ab. Wenn das Plugin diesen Stream durchführt, dann kann er natürlich gegebenenfalls auch was dazu sagen. Der Nagios selbst kann es natürlich nicht wissen. Der Nagios kriegt im Endeffekt nur die Information, wie der Status des Plugins ist, ob er jetzt okay, warning, unknown oder critical ist und ein paar Textinformationen. Aber es wertet davon nichts aus. Das Einzige, was das Nagios-System als Überwachungssystem interessiert, ist eigentlich, ob das Plugin okay ist oder nicht. Alles andere liegt an demjenigen, der das Plugin schreibt. Man kann natürlich Systeme dahinter hängen, die diese Textsachen auswerten. Aber nein, man selbst tut das nicht. Bitte. Kann ich inzwischen in der Standardkonfiguration sowas bauen, dass ich zeitlich abhängige Schwellwerte habe? Zum Beispiel Disk fast voll, 95% Disk-Last am Tag ist normal, aber dann geht nachts um 3 das Kind ab. Soll dann um 3.30 Uhr möchte ich bitte nur noch 90% Disk haben? Soll man sein Konzept machen oder soll man auch was testen? Man kann gewisse Dinge tun. Diese zeitlichen Abhängigkeiten kann man über sogenannte Service Escalations abfackeln. Service Escalations, damit kann man Dinge tun wie, es geht ein Alarm los, morgens früh um 8. So, ich informiere den Supportdienst. Okay, es ist jetzt 8:30, der Alarm ist immer noch da, jetzt informiere ich den Admin vom Dienst. 9:30, jetzt wird es aber langsam Zeit, jetzt kommt der Abteilungsleiter. Und da kann man dann relativ gut individuell darstellen, wer wann in welcher Abhängigkeit informiert werden soll. Service Dependencies sind in der Praxis relativ hässlich, einfach weil es die Masse dann am Ende macht. Ich habe für einen Kunden, der sehr viel damit gearbeitet hat, 2000 Zeilen Service Dependencies geschrieben und entsprechende Eskalationen. Wie gesagt, man muss sich halt überlegen, ob man das will. In solchen Fall, dass man unterschiedliche Schwellwerte haben will,
kann man nur dadurch abfackeln, dass man das Plugin zweimal einbindet und einmal sagt, prüfe das Plugin 1 nur zwischen 8 und 12 Uhr und das Plugin 2 zwischen 12 und 18 Uhr oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das kriegt man sehr problemlos hin und auch recht simpel. Klar, das Plugin kann man immer anpassen. Es gibt, nicht direkt in dem Bereich, aber fast, noch ein recht nettes Plugin, das nennt sich Business View Plugin. Das ermöglicht es, Abhängigkeiten zwischen Diensten darzustellen. Angenommen, ich habe eine Webserver-Farm und eine Datenbank-Server-Farm. Es interessiert meinen Chef nicht, ob jetzt von meinen 10 Webservern und 8 Datenbank-Servern ein Webserver und ein Datenbank-Server ausgefallen ist. Das Einzige, was interessiert, ist die Verfügbarkeit des Dienstes. Solange der Dienst Webservice noch funktioniert, ist bestimmten Leuten unter Umständen vollkommen egal, ob da jetzt was ausgefallen ist. Klar, der Techniker unten drunter muss das Problem fixen, aber der Abteilungsleitung ist das völlig egal, ob da jetzt ein Datenbankserver ausgefallen ist, solange alles noch funktioniert. Und dieses Business View Plugin ermöglicht es, solche Abhängigkeiten zu beschreiben und daraufhin Alarme auszuführen. Wie zum Beispiel, der Service Web ist solange nicht gefährdet, wie von meinen 10 Datenbankservern noch 8, sagen wir noch 2 funktionieren und noch eine Datenbankmaschine da ist. Aber sobald dann sich irgendwas tut, müssen Alarme generiert werden. Dieses Plugin ist bei der Sparda Bank, glaube ich, im Einsatz und ist auch sehr praktisch. Kann ich nur sehr empfehlen, wenn man solche Abhängigkeiten beschreiben muss. Es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, auch einen Dienst zu betrachten. Die meisten von uns sind Techniker, das heißt, uns interessiert, ob der Lüfter ausgefallen ist oder ob eine Festplatte im RAID-Verbund ausgefallen ist. Das interessiert aber unsere Chefs nicht. Unsere Chefs interessiert einzig und allein, ob der Dienst noch funktioniert. Und wenn man sich dann den Ärger ersparen will, dass die auf den Nagios gucken und einem wegen jedem ausgefallenen Lüfter, weil da irgendwo was rot ist, auf die Füße treten, sollte man sich überlegen, ob man ein solches Plugin einsetzt und dem Chef dann nur die View auf den wirklich relevanten Part gibt. Gut, ich glaube, für eine hätten wir, glaube ich, noch Zeit. Ja, 5 Minuten haben wir noch. Also, wenn noch Fragen sind, hätten wir noch ein bisschen was. Keine Fragen mehr? Gut, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Applaus